So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Qualifikationstraining zum größten Preis von Österreich. Ja, das Training lief schon mal ganz perfekt. Ob es im Qualifying so weitergeht, das sehen wir jetzt. Hoffentlich an diesem Samstag. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter, wie gesagt, mit dem Qualifikationstraining. Und dann schauen wir mal, ob wir hier wieder ein gutes Ergebnis holen. Und das ist der Teaser zum Qualifying. Los geht's. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying-Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Aber Gott sei Dank sind wir momentan die Schnellsten. Aber wie gesagt, jetzt mal gucken, was das Qualifying macht. Und vor allem kann Lewis Hamilton zurückschlagen. Er hat ja gar nichts auf die Reihe bekommen im Rennen. Im freien Training. Und wir wollen natürlich jetzt auch nochmal kurz unser Auto auf die Strecke bringen. Und dann schauen wir mal. Frage ist, wie viel sind noch auf der Strecke? Einer, Minimum einer da vorne. Das ist ein Racing Point. Und so wird schon mal gar nichts mit dem ersten Versuch, das ist klar. Den haben wir schon mal versemmelt. Da bin ich viel zu weit rausgekommen in der ersten Kurve. Und das wird definitiv keine gute Runde werden. Also müssen wir nochmal einen Satzversuch, dann nochmal einen zweiten Versuch setzen. So, dann haben wir hier vorne Alex Albon, der eine 1-9-0 auf die Reihe kriegt. Und Lance Stroll, Lance 1-0-8-6. Bottas 1-0-7-3. Mal gucken, das wird unsere Zeit. Oh, das wird schwierig werden. Der zweite Sektor ist schon mal gut. Aber das könnte wahrscheinlich doch nochmal neu besser werden. Naja. Hamilton 1-0-6-9. Da ist er doch. Da haben sie ein bisschen gearbeitet über die Nacht. Das Auto doch schnell fertig zu kriegen. Und es ist eine 1-6-2. Gucken wir nochmal in der Zeit gesetzt bekommen mit dem Satz. Ich sage ja, Hamilton ist nicht, wäre nicht Hamilton, wenn er nicht da irgendwie noch eine Zeit setzt, könnte. Ja, schon klar. Wo ich gedacht hätte, dass wir mit der Zeit nochmal was gesetzt bekommen hätten. Sektor 2, Violett. Und das ist dann sehr wahrscheinlich Herr Magnussen vor uns. Unsere Zeit wird immer verbessert als so 5, 9. Das war nochmal eine Zeit. So. 12 Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten müssen wir jetzt warten, bis da mal irgendwie was passiert. Zwei Versuche haben wir jetzt. Eine Sekunde vorher melden, das ist gut. Die gehen jetzt alle wahrscheinlich in die Box.
Ja, auf jeden Fall, weil der ist auch nicht mehr mit dem DS oder so zugange, sondern wirklich einfach wirklich entspannt. Das ist auf jeden Fall ein Abbruch der Runde, der wird definitiv in die Box gehen. Paris. Gut. Oh, ich setze mich auch mal gerade kurz um. Bei Fahren muss ich jetzt ja nicht mehr. Zumindest nicht hier, jetzt. Natürlich werden sie jetzt alle in die Box gehen, weil die dafür nur einen Versuch und dann gehen sie, brechen sie die ein oder gehen sie in die Box und dann kommen so fünf Minuten vor, in fünf Minuten ungefähr wird dann wahrscheinlich der zweite Teil eröffnet.
So, da bin ich wieder. Einfach so setzt war, glaube ich, noch. Ja, bist du. Doch, genau, passt. Setz mal noch rein. Vielleicht kann man da mal eine Zeit raussetzen. Was das jetzt war, Hamilton? Wir haben noch 4,5 Minuten und ich muss noch mal versuchen, Zeit zu setzen mit den Reifen, weil sonst starte ich mit sehr angefahrenen Reifen in den Grand Prix morgen. Lieber noch zurück. Es wird nichts. Dann fahren wir wirklich mal angefangen, Reifen ins Rennen. Scheiße. So far our fastest lap is a 1:05.9. Dann kam es jetzt hier nicht mehr. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Vettel auf 13, krass. Ja gut, dann war's das. Ein bisschen ärgerlich, aber gut. In Frankreich haben wir es genauso gemacht. Da ging es dann tatsächlich doch. Gut. Eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Das sehen wir morgen. Bis dahin. Tschüss.